Ach, da hinten ist die stille Ecke. Ja, ich habe mir schon selbst was gesucht und dabei ist es da hinten. Natürlich. Das Spiel verarscht mich doch. Wie immer. Um besondere Broschen zu erhalten. Was für Broschen gibt es denn auch? Komm. Nein, sag doch jetzt nicht, dass wir eine Etage höher hätten gehen müssen. Natürlich hätten wir das gehen müssen. Hallo, ich bin wieder da. Das ist jetzt wirklich dumm gelaufen. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich wette, es wird dir gefallen. Was nehmen wir denn dafür? Gute Nacht, Company Man. Company Man? Nein. Das ist ein Irrtum. Was? Sinnloser Mord. Wunderbarer Tod. Sie wird sich dafür rächen. Sie? Ist es unsere Stiefmutter? Ist es unsere Stiefmutter, die unseren Vater vergiftet? Und unsere Stiefmutter gehört zu den Templern. Madeleine! Aveline! Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam deinetwegen. Wie konntest du? Ein Ball, wenn dein Vater im Sterben liegt. Ich spar dir die Worte. Es ist zu spät. Er ist tot. Papa! Nein. Ja, toll. Dieu veille sur vous. Que le Seigneur vous protège, mon enfant. Ravi de vous revoir. Es tut mir leid. Dir muss klar sein, dass er dir unter diesen Umständen nichts hinterlassen konnte. Natürlich steht dir mein Haus jederzeit offen. Sein Testament ist mir egal. Sein Tod jedoch nicht. Sein Geschäft läuft auf meinen Namen, doch ich sehe es als deins. Kein Gesetz wird zwischen uns stehen. Der letzte Tanz. Fertig. Das ist jetzt natürlich schlecht. Haben wir jetzt sozusagen unser Geschäft sozusagen verloren, weil es auf anderen Namen läuft. Kann kein Geld werfen. Wie schade.
Wir haben eine sichere Bleibe verloren. Naja, wir können für uns selbst sorgen, aber das ist alles so eine Sache, die sonst normalerweise selbstverständlich ist. Obwohl der Wiederaufbau unseres Netzwerks sehr viele Jahre in Anspruch genommen hat, reicht unser Arm nun dank unserer amerikanischen Freunde weiter als je zuvor. Einer der neuen Informanten fand einen Loyalisten in New York, der mit ein wenig Nachdruck den Company Man vielleicht demaskieren könnte. Oh. Bitte, geh nach New York und suche deinen Bruder Connor. Ich bat ihn um Hilfe bei der Suche nach Officer Davidson aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Oh, wir müssen... Evelyn bezahlte einen hohen Preis für die Ermordung von Vasquez. Wie sich herausstellte, der nicht gesuchte Kompaniemann da. Haha. Und da ihr Vater seinen letzten Stunden nicht zur Seite stehen konnten, wachsen nun in ihr jedoch Zweifel an ihrem Verhalten. Ihre Treue zur Bruderschaft gerät ins Wanken. Ja, das ist natürlich so, wenn man jahrelang... Oh. Cool. Wenn man jahrelang irgendwas machen möchte und das dann nicht schafft. Das ist doch mal cool. Connor? Ich bin Aveline de Grandpré. Dein Bruder aus New Orleans. Ja. Achilles sagte, du würdest kommen. Ich suche einen Loyalisten. Officer Davidson. Aus Lord Dunmores Äthiopien-Regiment. Das Regiment ist hier durchgezogen. Sieh dir nur all die Zerstörung an. Ihre Spur führt hier lang. Wir folgen ihnen unauffällig. Hier drüben. Durch die Bäume. Eine Falle. Folge du der Wache. Ich halte diese Männer auf. Lauf. Den kann man nochmal fangen. Ich glaube, das war irgendwie Rammen. Lass mich los! Wenn du leben willst, sprich. Wo ist Davidson? Wer? Komm schon, letzte Chance. Er ist im Vor. Viel zu leicht. Warum genau nennt ihr euch noch gleich Loyalisten? Loyalität ist leichter im Schutz eines Forts, als draußen im Schnee mit einem Messer am Hals. Lauf heim, los! Und lass dich nie wieder blicken. Du würdest es sicher bereuen. Ja, Ma'am. Zum Fort! Natürlich. Müssen wir jetzt komplett hoch. Wir klettern. Komm, das kriegen wir auch noch hin. Wir sind ja schließlich eine Assassine. Da kann es so weitergehen, hoffe ich. Ja. Zur Seite und weiter hoch. Schön. Komm. Wo ist Connor? Ach, ich kann gar die Kamera nicht bewegen. Schade. Hoch mit dir. Super, 100% Synchronität. Und jetzt einmal das Vorausräuchern, würde ich sagen. Ich habe schon jetzt da den Befehl zum Anhalten gegeben. Durfte ich entdeckt werden?
Aua, so richtig schön in den Rücken, ins Rückenmark. Eine Machete zu bekommen, ist, glaube ich, nicht das höchste der Gefühle. So, Connor, wir sind da. Was machen wir jetzt mit diesem kleinen Minikor? Vor. Draufklettern. Oder wir gehen zu dem Punkt da vorne, den ich bevorzugen würde. Da ist nämlich auch noch was. Eine Brücke. Natürlich sind Brücken immer kaputt. Warum sollten sie ganz sein? Kommst du darüber? Welchen Berg gestoßen? Scheiße. Das war jetzt natürlich Perfektionismus, den ich da gerade getrieben habe. Also machen wir das Ganze nochmal von vorne. Kommst du darüber? Ja, ich weiß allerdings nicht, welchen Balken wir stoßen sollen, damit du ihn überqueren kannst. Und vor allem Dingen. Nein! Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab auf nichts aufgedrückt. Und nochmal. Ja, ich komm darüber. Kommst du darüber? Hoffe ich zumindest. Also da kann ich nicht drauf. Gut. Da muss ich hoch. Okay, so geht's auch. Ach so, ja. Komm, Connor. Du bist doch immer der gute, starke Assassine. Wieso kannst du ja nicht einfach der sein und dann einfach weiterlaufen?